Neben mir steht jetzt Rika Müller-Fahl. Sie ist Aktivistin bei den Fridays for Future. Rika, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich kann mir vorstellen, dass es in Zeiten von Pandemie, Corona-Pandemie, sehr schwer ist und Homeschooling, Protest zu organisieren. Welche Erfahrungen habt ihr denn bei Fridays for Future damit gemacht? Ja, also die gesamte Pandemiesituation ist natürlich auch für Fridays for Future eine riesige Herausforderung, eben weil diese ganze kollektive Praxis, wie zum Beispiel in Form von Demos, wegfällt. Und als Students for Future haben wir zum Beispiel im letzten Jahr große Vollversammlungen an den Unis organisiert und für uns ist es jetzt total schwierig, dort die Studierenden überhaupt zu erreichen. Mhm. Nun soll es in diesem Jahr vor den Bundestagswahlen erstmals eine gemeinsame Kampagne geben von Verdi, Fridays for Future und dem Unteilbar-Bündnis. Klingt nach einer tollen Sache. Worum geht es dabei? Genau, also das Bündnis befindet sich gerade im Aufbauprozess und ist als Anknüpfungsprojekt an die gemeinsame Kampagne von Verdi und FFF im vergangenen Jahr entstanden. Und da haben wir ja im Rahmen der Tarifauseinandersetzung im ÖPNV gemeinsam für Klimagerechtigkeit und gute Arbeitsbedingungen gekämpft. Und für uns stand damals so die gemeinsame Praxis und der konkrete, direkte und zum Teil ja über Monate andauernde Austausch zwischen uns Aktivistinnen und den Beschäftigten im Vordergrund. Und wir sind zum Beispiel als Fridays for Future mit so einer abstrakten Forderung nach einem kostenlosen Nahverkehr in die Kampagne gestartet und haben dann erstmal total viel Kritik aus den Betrieben bekommen, weil das halt eine Forderung ist, die immer auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird, wenn sie halt nicht ausgehend von einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen gedacht wird. Und stattdessen haben wir dann eine gemeinsame politische Linie entlang dieser Tarifauseinandersetzung entwickelt, um diese dann als FFF zu unterstützen, aber auch zu politisieren und das zum Teil ja auch sehr negative, die negative öffentliche Wahrnehmung gegenüber dieser Streiks zu verändern. Und so standen wir dann am Ende an den Streiktagen zum Teil um 4 Uhr morgens mit Beschäftigten da, die noch wenige Wochen zuvor FFF sehr viel Skepsis gegenüber entgegengebracht hatten. Und genau an diesen Erfolgen und Erfahrungen aus der Kampagne, wo wir sowas wie ja eine verbindende Klassenpolitik in der Praxis erlebbar gemacht haben, wollen wir jetzt mit diesem Bündnis anknüpfen und unsere Themen Antirassismus, soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit halt im Hinblick auf die Bundestagswahl, aber auch darüber hinaus gemeinsam denken. Die Linke nennt das Ganze sozusagen einen Green New Deal, der Klimaschutz, Industriepolitik und soziale Gerechtigkeit verknüpfen soll. Ist es aus deiner Sicht ein politisches Programm, hinter dem sich diese Kampagne, die du eben beschrieben hast, versammeln könnte? Ja, also FFF versteht sich ja als primär parteilos, aber es ist natürlich total wichtig, dass die Linke das 1,5-Grad-Ziel auch wirklich ernst nimmt und das Thema Klimagerechtigkeit, an dem sich jetzt ja in den vergangenen Jahren eine ganze Generation auch politisiert hat, eben in der Verbindung mit Antirassismus und sozialer Gerechtigkeit in den Fokus nimmt und das nicht nur in der Programmatik. Also als FFF haben wir in dieser vergangenen Kampagne uns auch weniger so primär mit abstrakt wissenschaftlichen Klimathemen beschäftigt, sondern wir haben halt an der konkreten Auseinandersetzung deutlich gemacht, wieso Klimagerechtigkeit, ein zukunftsfähiger ÖPNV eben nur gemeinsam zu denken sind mit den Beschäftigten und mit der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Und ich denke, genau an diesen Stellen, wo halt soziale und Klimagerechtigkeit zusammenkommen, sollte auch die Linke ansetzen, indem sie diese Verbindung zum einen in ihrer Programmatik präsent nach außen trägt, aber auch zum anderen in diesen Bewegungen aktiv ist und Kampagnen und Bündnisse wie jetzt von Verdi, FFF und Unteilbar unterstützt und begleitet. Vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg mit eurer Kampagne. Danke. Tschüss.